Wo war dies? Konjunktur, Zinsen, Finanzsystem, Geldanlage. Unter dieses Motto stellt das Beratungsunternehmen Kronos Advisory seine Jahresveranstaltung und zahlreiche Gäste sind der Einladung gefolgt, einen Blick über den Tellerrand der eigenen Finanzexpertise zu werfen und in wirtschaftlich turbulenten Zeiten wie diesen noch sinnvolle Finanzanlagen auszumachen. Aber angenommen, Sie hätten viel Geld jetzt, wo würden Sie es investieren? Ich würde es in Kunst investieren. Man hat noch eine Freude daran. Die Preise sind interessant, wenn man weiß, was man macht. Zum Beispiel investieren in alte Globen. Ich habe da einen Experten und der schaut, dass es nicht weniger wird. Das ist das Entscheidende. Weil heutzutage ist ja nicht mehr viel drinnen und so große Risiken eingehen, das will ich auch nicht mehr, weil ich bin schon einmal eingefahren. Wir haben auch zwei Stiftungen. Wir haben praktisch in diese Stiftungen unser Vermögen eingebracht, hauptsächlich die Firmenanteile. Die Stiftungsvorstände sind jetzt natürlich in einer etwas verzwickten Lage. Momentan ist die finanzielle Struktur, haben wir heute gehört, sehr schwierig zu beurteilen. Ich bin immer wieder eingefahren am Anfang, weil es so ein Forum wie das heutige nicht gegeben hat. Das Forum ist ein Zusammentreffen von Wirtschaftsexperten aus den verschiedensten Bereichen, bei dem gemeinsam darüber gegrübelt wird, wie man sein Geld heutzutage noch anlegen kann, um es trotz der Inflation nicht weniger werden zu lassen. Nach seinem Vortrag über die derzeitige Weltwirtschaftssituation diskutiert der renommierte Ökonom Gottfried Haber mit Kronos-Geschäftsführer Sven Rischko und Vertretern aus dem Bereich Versicherungen, Immobilien und Stiftungen unter der Leitung von W24-Moderator Gerhard Koller über die gegenwärtigen Möglichkeiten für Anleger. Ja, es geht darum, einer aufzuzeigen, dass man heute anders anlegen muss, als man es noch vor einigen Jahren konnte, wenn man zukünftig Renditen erwirtschaften möchte. Und es ging auch darum, den Teilnehmern aufzuzeigen, dass es nicht nur die Banken gibt, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt und dass Banken eher kritisch betrachtet werden sollten. Derzeit gibt es so viel veranlagungswilliges Kapital wie schon lange nicht. Und das liegt daran, dass die Entwicklung der Märkte extrem unsicher ist. Gleichzeitig eine Niedrigzinsphase. Wenn die Zinssätze steigen, ist das für Anleihen nicht besonders gut von der Rendite her. Das heißt, dieser klassische sichere Hafen existiert in dieser Form nicht. Was also tun? Wohin mit dem Geld? Die Diskutanten sind sich im Großen und Ganzen einig, bei realen Werten wie Immobilien kann man nicht viel falsch machen und vor allem sollte man nicht alles auf eine Karte setzen. Ich bin eigentlich bestätigt worden, dass wenn man Geld veranlagen muss, dass man das breit diversifiziert anlegen muss, dass man weggehen muss von altmodischen Systemen, dass man ein bisschen modern sein muss. Ja, moderne Formen der Geldanlage sind unumgänglich. Das wissen auch zukünftige Generationen von Anlegerinnen. Gerade weil ich jung bin, ist es interessant und wichtig, sowas mitzubekommen, weil es wurde ja oft auch die Zukunft also erwähnt und wie das in Zukunft weitergehen wird. Und ich werde in der Zukunft leben und für mich ist natürlich dann besonders interessant, was dort sein wird und wie ich dann mein zukünftig hoffentlich verdientes Geld anlegen kann. Fazit der Veranstaltung: Wo man früher mit Aktien und Anleihen gute Erträge erzielen konnte, sind heute neue und unkonventionelle Wege der Veranlagung vonnöten. Aber wofür man sich auch entscheidet, eines müssen sich Investoren immer vor Augen halten. Am Ende des Tages kann und wird es hundertprozentige Sicherheit niemals geben.